Der nächste auch gleich. Oh Gott. Hier, wir besten spielen, besten Stick auf jeden Fall ein bisschen. Hab's gleich. Oh ja, guck mal, wo ist die Hose atmen? Hier. Was? Durch die was? Durch die Hose? Guck mal, weiter ist. Hey! Nochmal, ich hab den verfluchten Lift fallen lassen. Ich konnte ihn nicht mehr halten. Ich hol dich auf. Halt aus. Was zur Hölle? Was hat er da eigentlich gesagt? Durch die Hose atmen? Ja. Nur zur Info. Er hat eben das Ding war eben. Ich weiß, ja, ich weiß. Und dann ist es ihm aus der Hand gerutscht, so ein bisschen. Glaubt man ja auch. Leute? Miep? Ja. Oh, Kamikaze-Zombie nur. Granate? Transfusion? Und ich kann, wenn ich das Ding zu dir runterbringe, hast du gut... Kamikaze! Mal gucken, wo lebt hier was? Du lebst. Hinter dir, ja. Jetzt nicht mehr. Oh Gott, ich hab so die üble Schrotflinte gerade vorhanden. Na, oh, wer hat irgendwie geballert? Nein, geschlagen. Du stirbst hier. Noch. Einmal. Wer? Verdammte. Wildkopf, Mensch. Verplempe bitte nicht meine Zeit und steig auf das verfluchte Ding. Rumpf. Ich geb dir Rumpf. Bin drinne. Ich laufe hier nochmal schnell durch und sammle alles, was ich kann. Da oben können wir auch noch ein bisschen was machen. Oh Gott, müssen wir die Zone nochmal einsammeln. So. Gerettet! Ich lass es. Irgendwie kommt jetzt auch nichts mehr. Mysteriös. Yay, Chris mit einem Raketenwerfer. Das ist doch gar nichts. Wenn, dann hält man ihn so. Yay, vereinte Raketenwerfer-Power. Auf rein in den Mittelraum werfen. Ich lass es lieber. Wisst ihr warum? Mein Ding macht 1000 Schaden. Ich habe 225 Leben. Wir ein bisschen tödlich und so. Tja, ich regeneriere Leben. Team regeneriert immer die Leben oder nur du? Nur ich. Habe ich mich da in etwas verrannt. Ich bin Arzt. Ich helfe Menschen. Ich wollte doch nur, dass alle okay sind. Ich habe die Zombies erschaffen. Ich war nie so gut wie mein ungebildeter Bruder Seth. Wir sind total unterschiedliche Leute. Ah, ich brauche einen. Ja, weil er auch durch die Maske trinken kann. Und ich finde es cool, wie seinen Schnauzer wackeln kann. Das sieht cool aus. Ein wackelnder Schnauzer. Wer braucht schon Dr. Zed, wenn es Dr. Ned gibt? Tu mir einen Gefallen. Neuer Schild. Das erste Hilfezeug, da muss ich dich nicht zusammenflicken. Was? Nicht genug Platz? Puh, was habe ich denn als Aufgesagt? Was habe ich denn hier? Level 19, vierfach Feuer Raketenwerfer. Jemand Interesse? Woran? Vierfach Feuer Raketenwerfer, Level 19. Also ich meine jetzt eher den... das waren... 413. Nee. Willst du haben, Chris? Vierfach Feuer? Hallo, Ned! Was ist das für eine Waffe? Raketenwerfer. Nee, brauche ich nicht. Vierfach Feuer wäre hier ganz nützlich, oder? Ich hab dich auf seine Seite geschlagen! Wäre hier ganz nützlich, findest du nicht? Ich hab eine Fünffach Feuer Raketenwerfer. Dank Marv. Fünffach Feuer? Fünffach Feuer. Vierfach. Eben, es geht nur bis vier hoch. Ich meine ja nur. Auf deine Seite geschlagen. Du bist ein Außenseiter. Tu mir einen Gefallen. Beim Scherz. Kauf dir erste Hilfezeug, dann muss ich dir die Nebenwirkungen sind möglich. Nun, wenn du einem plattrigen alten Mann helfen willst, der eine Endzeitepidemie erschaffen hat, musst du ins alte Krankenhaus hinterm Friedhof bei Jacobs Cove gehen. Du musst eine Probe vom Gegenmittel finden, an dem ich gearbeitet habe. Wollt ihr runterspringen? Es basiert auf Skag-DNA, weil es unter ihnen offenbar keine Untoten gibt. Schnapp dir die Probe und bring sie zu meinem DNA in der Stadt. Alter, ich bin jetzt schon wieder fast Level 26. What the hell? Skag-DNA. Verschwunden, aber es gibt einen anderen Zugang. Ich meine nur, ich hab... Wie viel? Ich hab knappen Level Vorsprung auf Chris. Hallo, es geht ja gerade ums Gag-DNA. Was mir hier passiert da wohl? Na und, ist mir doch egal. Denk mal nach. Ist mir egal, ich hau alles zu Klump, was mir im Weg kommt. Mehr interessiert mich nicht. Ja, ich schieße alle.
Ich schieß alles zu Klump, auch egal. Moment. Hauptsache töten. Richtung ist richtig. Hauptsache töten. Ach, das kann man nicht da hoch. Runter. Oder hoch, oder wie auch immer. Bla. Bla. Oh, Kiste. Na gut. Ui. Jo. Geronimo! Secretary Weir! Bloodwing! What the fuck? Du stehst nicht auf! 12 Schuss! Ich lieb die Schruppel jetzt schon! Und du stirbst an meinem Feuer dort. Und ich seh nix. Big. Ich seh nix. Nom, okay. Ich geh mal nach oben. Moment kurz, gucken, wo wir entlang müssen. Ja, auf jeden Fall nicht. Wir müssen jetzt den linken, rechten Rand hier entlang. Ja, und ich sniper von oben alles weg. Okay, Headshot. Das war ein Headshot. Nope. Zombie hier. Mein Zombie hier, ich hab ihn getötet mit einem Headshot. Theoretisch dürfte es hier nicht mehr da sein. Ich hab's kaputt geschossen. Oder haben die so widerstandsfähige Hirne? Ja, haben sie. Wo ist es? Wo ist sie? Wo ist sie? Oh Mann. Ich sehe jetzt Moment mal darauf an. Ja? Schön. Ja? Schilde ja. Und Medizin. Das ist Nein. Mein Geschäft. Ich bin hier gerade mit einer Aufnahme. Nein. Ja, ja. Schlampe. Okay. Whatsoever. Beep, beep, beep. Apropos, kannst du dich eigentlich nicht muten an deinem Headset? Nein. Ah, ich habe 12 Schussstrophflinten. Alle mit üblen Schaden, üblen Präzis und einer guten Feuerrate. Mindestens eins. Ich hab ne schöne Sniper. Kennst du Hunters Shotgun? Die ich habe, ist fast so schlimm. Die Striche berühren sich fast. Ich bräuchte da mal eine ich hab einen privaten Spielstand mit einem ja, Sniper, der nur SMGs und Schrotflinten benutzt. Heuchler! Und mit seinem Bloodwing Schaden macht. Okay, in die Richtung müssen wir. Hier, spielen Schurke mit SMGs und Schrotflinten. Wir müssen uns auf jeden Fall, wenn es geht, Borderlands 2 holen. Oh ja. Ich sag nur eins, ich werde der ganze Jörker. Weißt du warum? Ich mach den ruhigen Typ. Zero? Ich sag nur eins, der ganze Jörg hat eigentlich meine geilste Skill eigentlich. Ja, zwei Waffen. Nee, nicht nur zwei Waffen. Wenn du es noch skillst, kriegt er außerdem noch erhöhte Magazine, schnellere Nachladeraten, Magazin Regeneration, Zombie. Etc. Und Zombies. Ich hätte den Rücken frei. Hallo Leichenfresser. Tschüss Leichenfresser. Oh, das war ein Double Kill. Entschuldigung. Wenn er geht so. Ich will auch mitmachen. Wo ist er denn? Treffer. Yay, Löffel ob. Wer will eigentlich? Eben, es gibt ja auch einen. Oh, Beschmutzer kommt. Auf was skillt man denn Hilfe. Jetzt? Hilfe! Dann gebe ich mich am Verrecken! Okay, ich war am Verrecken. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich weiß schon, was ich als nächstes skille. So weit es geht. Ja, Bloodwing! Töte den anderen Bloodwing! Hilfe?
Ich sag nur, dann sorgt Karik übel. Was will ich jetzt? Wo die überall hier die Geschütztürme ranbauen. Ich skill auf Schurke, Bloodwing Schaden. Echt? Aha. Das finde ich an sich geil, also wenn du da auf skillst, ich meine, hier Revolver hält natürlich auch auf gewissermaßen natürlich interessant, weil Revo verstärken, ich meine, das hört sich interessant an. Ich benutze selten den Revo, ich benutze das Sniper, SMGs. Was? Vielleicht mache ich dann noch, dass ich pro Abschuss weniger Abklingzeit auf dem Bloodwing habe. Yay, ich habe SMG-Kenntnisse Level 7. Danke, jetzt habt ihr die ganzen Bloodwings angelockt. Wow, auf der Distanz ist die Schrott ganz richtig übel. Da ist einer noch. Und da ist auch noch. Drei, wie viele sind da? Nee, folgendes. Ich werde jetzt also auf abgehärtet machen. In 5 Stufen jeweils immer plus 12% maximale Gesundheit. Autsch. Und später werde ich daraufhin nochmal hartnäckig machen. Erhöht die Menge an Gesundheit, die man erhält, nachdem man von einem Freund oder durch neue Stärke wiederbelebt wird. Steigert außerdem die Zeit, die einem verbleibt, bevor man verblutet. Und unzerbrechlich. Wenn dein Schild aufgebraucht ist, wird für 5 Sekunden eine kraftvolle Schildregeneration gewirkt. Wahrscheinlich jedes Mal, wenn der Schild ausfällt. Eieiei. Das heißt, ich kann Kürbis mit Schnauzer. Nur zur Info, jetzt kriegen wir den ersten geilen Boss eigentlich zu sehen. Oder erschreckenden Boss. So wie der... wie heißt denn der? Biaskek. Genauso nervig wie die letzten beiden Bosse? Nö, nicht wirklich. Ich soll jetzt nur eine Sache sagen, wir hätten noch ein paar Quests nebenbei annehmen können. Da geht es auch unter anderem um die Geschichte der Person, die wir gleich töten werden. Am Ufer in Jacobs Kann man noch zurück und die annehmen? Ja, es gibt eine Quest, die man hier auch annehmen kann. Warum da ein Board ist. Da geht eben so 5 Datenbretter, die eben um die Geschichte gehen. Ja, überall sind Zombies, ihr wisst nicht, wie lange wir aushalten werden, bla bla bla. Und bla bla bla, Mr. Freeman. Erfindung gemacht, mit der man uns, der wir immun gegen die Zombies sind. Und wir haben eben noch was bekommen, ein Gegenmittel und Skeck-DNA. Und der Kerl hat eine Perücke auf, kennt auch immer diese Aristokratenperücken aus dem, glaube ich, 15. Jahrhundert, diese riesen Dinger. Ja. Sag mal so eine nur aus Schaumstoff Rollen. So, verbrannte Erde. Mann, ich treff nix. Aber meine Kenntnisse gehen hoch. Okay. Oh, da sind noch ein paar Leute gegen mich. Vote for me, for Brains. Brains for everyone. Na gut, wenn ihr nicht wollt, stirbt ihr. Bam, 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 bam. Ey, boah, Rucklei. Einzige, was mir persönlich am Berserker nicht gefällt, ist die Tatsache, dass er irgendwie richtig Rums hat, aber das am nie bemerkt. Weißt du, was ich meine? Du schlägst da mit 2000 Schaden auf den Gegner ein und er gibt um. Ich meine, er könnte zum Beispiel einfach mal kurz ein paar Kilometer wegfliegen. Rein realistisch. Yep. Und oh, da steht gerade was auf. Da steht gerade was auf. Da verfolgt sich etwas. Und sollte ich hinlegen, sind wir meistens tot. Schmalz waren weiß. Weil auf dem Moment gehen sie hoch. Statt eben in den Tipps. In den Zombie Island Tipps. Und ich glaube, die Gehirne ziehen für alle. Oh, da kommt einer von uns. Tankenstein! Tankenstein! Wow! What the fuck? Ich sag doch Tankenstein! 12 Schuss! Meiner! Nom 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 nom. Cyber macht nom 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 nom. Zombiehörner. So geht das, Chris. Einmal richtig drauf und dann hat sich das. Beschmutzer, Vorsicht. Fuck! What the fuck, man? Wo bist du, Beschmutzer? Bin gleich tot, irgendwie. Hellfire.
Oh, ja. Ich weiß, ihr kotzt mich gerade voll. Ich glaube, ja. Ja, die ziehen... Achtung, Vollsicht, wenn ihr bei den Zombies seid, die ziehen euch verbleibende Zeit ab.